Also wir haben ein Experiment, das heißt, das Auge ist mit. Und da haben wir verschiedene Sorten an Wackelpudding, verschieden eingefärbt. Und dann sollen die Kinder mal einmal erst nach dem Auge gucken, was es denn sein könnte. Und sortieren die dann die Geschmacksrichtung nach dem Auge. Und danach dürfen sie probieren und stellen oft fest, dass sie komplett falsch lagen mit ihren Einschätzungen. Am besten fand ich, dass die hier alle so freundlich waren. Und ich war begeistert von den Sachen, die die hier in Kunst gemacht haben. Also mir hat die Schule sehr gut gefallen, vor allem der Kunstraum. Mama, ich bin hier. Und ich will auch sehr gerne hingehen, weil diese Schule auch ein schöner Raum ist. Und ich gehe jetzt sehr wahrscheinlich hin. Also mir gefällt der Schulpassag gut. Ich habe auch schon richtig viel von dieser Schule hier gesehen. Und ich finde auch die Sachen, weil Physik und so auch richtig interessant. Ich finde die Schule hier gut, weil also ich kenne die Schule selber gut von meinem Vater, aber ich finde das auch so gut, dass man hier so viele Räume hat und Fächer und so. Und auch das, was man hier vorgefilmt hat, also was wir gesehen haben, fand ich auch wunderschön. Wenn man aus dem Schulhof kommt, ist keine Aula mehr da, alles ist irgendwie anders, aber es ist auch schön, alle wiederzusehen. Und es gibt eine Spanisch-AG, was ich sehr doof finde, weil es bei uns noch nicht gab. Und es gibt neue Fahrradständer und wir mussten immer die alten. Ja. Der Eindruck ist, ja, dass viele kommen, auch viele Fragen haben und dass ich versuche natürlich, das so gut zu beantworten, wie es geht. Und ich erstmal die, wie ich finde, wir haben ein großes Angebot. Das spiegeln die auch wieder, die Eltern, wenn man fragt, auch die zukünftigen Schüler vielleicht. Was ich besonders gut finde und was ich denke sehr wichtig ist, ist, dass die Schüler und Schülerinnen unserer Schule hier aktiv mitmachen. Zwar nicht nur die Kleinen, die Fünfer, sondern was mir gefällt eben auch, dass die Älteren mitmachen. Und sogar, wie wir gerade gesehen haben, ehemalige kommen, die noch keine Kinder haben und einfach interessiert sind. Und das zeigt ja letztendlich die Stimmung hier an der Schule und vielleicht auch das besondere Flair. Und dass es so bleibt und dass wir noch besser werden, das ist ja Ziel auch meiner Arbeit sicherlich. Und ich würde mir wünschen, dass wir heute eben auch einen Tag anbieten können, wo die Eltern, so habe ich es eben oben auch gesagt, gute Entscheidungshilfen bekommen, um ihr Kind dann nach Möglichkeit natürlich bei uns anzumelden.